Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2018. Wir sind hier in Österreich auf dem Red Bull Ring, auch vielmals bekannt als A1 Ring. Wir sind im Qualifying, ich habe die Tests soweit abgefrühstückt und habe noch Nachrichten, die ich lesen muss, sehe ich gerade hier. Emma, ich habe hohe Erwartungen an dich, also gibt alles das Übliche. Wir kriegen Sonne im Rennen, das ist schon mal sehr schön. Ich hatte bisher, wie du siehst, auch im Qualifying hier Regen, okay? Also in den freien Trainings hatte ich bisher durch. Wechselndes Wetter im Endeffekt. Das heißt, die schnellen Runden müssen wir jetzt am Anfang fahren, ne? Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen. Achso, und ich habe steht das hier noch irgendwo? Teamziele, schließe zwei saubere Rennen ab, verbleibende Rennwochenenden zwei Stück. Also ich habe neue Aufgaben bekommen natürlich. Das heißt, ich muss dieses Wochenende definitiv mal ein sauberes Rennen fahren. Ich darf nicht abkürzen oder sonstige Scheiße bauen. Dann steigt auch endlich mein Ansehen im Team mal wieder. Das ist jetzt zumindest mein Plan dafür. So, erwartetes Qualifying-Ergebnis ist der zweite Platz und erwartete Rennplatzierung ist maximal vierter. Mal gucken. Ich hoffe, dass wir das übertreffen können. Also bisher sah es relativ gut aus. In der Entwicklung bin ich jetzt nochmal weitergegangen, aktive, habe jetzt nochmal die Strapazierfähigkeit dazu mitgenommen. Das heißt, in Großbritannien kriegen wir richtig heftiges Paket-Update und dann hoffe ich mal, dass wir im Verlauf zumindest dann auch zumindest zu Mercedes und Ferrari aufschließen können, so dass wir dann zumindest eine gleich starke Kraft sind, dass wir zu dritt da oben richtig anreißen können. So, die letzten beiden Rennen bin ich beide mal als Zweiter geworden, durch unglückliche Umstände nenne ich das mal so. Und das habe ich eben vor, in Österreich abzustellen, also einfach zu verbessern. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole-Position geboten wird. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen Sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So, wir sitzen in der Box. Mein Setup, wie immer, also wer es haben möchte, im Steam Workshop einfach mal reinschauen, nach Onkel Poppy suchen und dann geht das eigentlich schon scharf. So, pass auf, wir gehen nochmal ganz kurz in die Session-Info, denn ich muss mir in den Auto-Einstellungen, ich sage erstmal, warte mal, haha, Getriebe, da sind wir jetzt im regulären, okay. Das heißt, ich habe die ganze Zeit mit dem Hauptgetriebe trainiert und nicht mit einem Trainingsgetriebe, Alter. Es ist ruhig auf der Strecke, lass uns raus, solange es so bleibt. Fuck. Ja, okay, wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen ein bisschen mehr als 6 Kilo. 10 Kilo, ich nehme mal 11 Kilo mit. Und dann würde ich auch gleich sagen, wir gehen raus, weil es soll ja anfangen zu pissen. Deswegen, also raus. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Und hoffen, dass wir eine richtig geile Runde in den Asphalt ballern. Dass wir mit den großen Problemen hinterher, wenn das Wetter umschlägt, nichts mehr zu tun haben werden, brauchen. Aber dann können wir zumindest noch mal ein paar Regentests machen. Das wäre noch mal eine Maßnahme tatsächlich. So. Also, einmal auf die Strecke gefahren. Österreich ist eigentlich eine richtig geile Strecke. Die habe ich schon immer irgendwie geil gefunden. Ich weiß nicht warum. Die ist auch relativ chillig, die Strecke. So, ERS brauchen wir hier erstmal noch nicht. Es ist nur die Warm-Lap, womit wir Bremsen und Reifen so ein bisschen anwärmen können und sowas. So. Und dann hoffe ich mal, dass das hier gleich super funktioniert. Deswegen werde ich jetzt dann die Hotlap auch einfach mal die Fresse halten und mich hart konzentrieren hier. So, okay, jetzt haben wir noch zwei Kurven und dann ein Startziel.
hoffe, das ist jetzt alles okay so. Wünscht mir Glück. Hätte ich den vierten nehmen können. Also erste Kurve schon mal verkackt. Kann nur besser werden. Supergeil. 1,9. Also im Training konnte ich über diese Zeit lachen, tatsächlich. Ich hoffe, das geht jetzt genauso. Oh, das wird schon heiß. Dankeschön. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Das ist meine bisher schnellste Runde überhaupt auf dieser Strecke. So schnell bin ich noch gar nicht gefahren. Ich war sonst immer bei einer 1,74 oder so. Alter. Nicer. Okay. Hallo? Bremse, Bremse. So ein Arsch, wa? Aber ich glaube, da wird keine KI mehr hinkommen. Das heißt, wir können eigentlich reinfahren. Ist auch das erste Mal im Übrigen, dass ich mir hier angucke, wie die Zufahrt so ist. Ah, hier vorne ist er. Okay, alles klar. Damit ich nicht wieder irgendwelche ominösen Strafen bekomme. Also ich habe es in Frankreich nicht verstanden, warum in Frankreich ich da bei der Boxenzufahrt auch im Nachhinein im Schnitt bestraft wurde. Ich war da angeblich zu schnell. Also ich habe auf den Pit-Limiter gedrückt, da war ich noch vor der Boxen, also vor der Lichtschranke und da war grün. Habe auf P gedrückt und dann kann ich ja nicht mehr machen. Ich habe aber auch keinen Vollgas gegeben, ganz im Gegenteil, ich habe Gas weggenommen. Und dann bin ich über die Linie gefahren, der Computer hat übernommen und da ist es passiert. Da muss ich sagen, Programmierung war in diesem Fall scheiße. In der Tat. So, ist jetzt die Frage, ne? Gehen wir nochmal raus oder lassen wir es? Kneifen wir es uns? Wir sind auf jeden Fall, so wie es aussieht, mit Abstand. Ja, mit Abstand der Beste. Mit deutlichem Abstand. Ist ja die Frage, ne? Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 6,6. Aber wenn ich das so sehe, Raikön fährt auch das erste Mal eine 1,7er Zeit. Die KI ist sonst in den freien Trainings immer eine 1,8er Zeit gefahren. 1,80, 1,81 und sowas alles. Also eine richtige 1,7er. Wie gesagt, ich war sonst bei einer 1,74. Also eine Sekunde schneller, langsamer als sonst. Und jetzt gibt er hier so richtig Gas. Ist natürlich schon geil, ne? Muss man ja echt mal so sagen. Ist halt die Frage, baller ich nochmal ein oder nicht? Guck mal, Bottas auch eine 1,7 Zeit. 1,78. Also ich glaube nicht, dass die KI großherrlich jetzt noch da in die 1,6er Region kommt. Das glaube ich nicht. Ey, haben wir schon wieder so ein geiles Setup gebaut. Ey, ich könnte mich gerade mal wieder so richtig selber knutschen, ne? Also muss ich ja mal so sagen. Im Moment läuft es, was Setup bauen betrifft. Mal schauen. Marcus Ericsson, Brandon Hartley. Am Himmel sieht es auf jeden Fall schon mal sehr kurios aus. Also ich denke mal, wenn wir jetzt noch eine Runde fahren wollen, sollten wir es jetzt tun. Die gehen noch gerade alle in die Box rein, ne? Kann das sein? Oh, Vettel. Mal gucken, was der noch so fabriziert. Und dann mal schauen. Platzierung 2. Ach, der ist wahrscheinlich in der Out. Bottas. Platzierung 1. 136 Punkte. Ach so, ach, das ist die Weltpunkt. Ah, alles klar. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwas haut da nicht hin. Aber im Moment ist er Zweiter tatsächlich, also startet neben mir.
Aber ich glaube, der geht auch rein in die Box. Es werden immer weniger, ne? Das heißt, ich würde, glaube ich, jetzt tatsächlich nochmal einen rausfahren. Und versuche, meine Zeit einfach zu bestätigen. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Das machen wir, ne? Pass mal auf. Wir gehen nochmal in die Autoeinstellung. Deine Position ist etwas besser als erwartet. Gute Arbeit. Etwas besser als erwartet. Die Reifen sind jetzt nicht wirklich schneller, neue Reifen. Das heißt, ich gehe einfach jetzt mit den gleichen Reifen nochmal raus. Fertig. Danke. Und habe die Hoffnung, die Abnutzung scheint ja auch sehr gering zu sein hier, so wie ich das gerade sehe. Das ist zumindest für mich schon mal eine geile Nummer. Dann könnte es ja darauf hinauslaufen, dass wir eine Einstoppstrategie fahren werden. Guck mal, der Himmel, der zieht sich schon zu, das siehst du richtig, okay. Das heißt, ich werde den ganzen Quark jetzt nochmal bestätigen sozusagen. Und dann kann es von mir aus regnen, dann wirst du eh nicht mehr schneller. Dann ist das Thema mit Schnellfahren eh gegessen. Was interessant ist, ist hier die Boxenausfahrt. Da bin ich ja mal drauf gespannt, ob wir da, oder auch im Multiplayer, wenn wir den Multiplayer fahren, wie oft man da beim Rausfahren an der Wand fährt. Da bin ich ja echt drauf gespannt. Gut, also die nimmst du hier normalerweise im vierten. Einfach mit dem Hintergrund, dass das Heck da nicht so weit oder so schnell rumkommt. Und dann musst du hier einen richtigen Bremspunkt finden. Also ich bremse immer beim 50-Meter-Schild. Was ich festgestellt habe, was meistens zu spät ist. Ist tatsächlich so. So, hier kannst du gemütlich im sechsten fahren, wenn die Reifen warm sind und das Fahrzeug funktioniert. Dann geht das eigentlich auch mit fast Vollgas, tatsächlich. Nein, 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 bitte nicht, Dankeschön. Flügel kaputt. Ich darf zurück in die Box. Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Komm ich doch glatt, Alter. Also hat sich das mit der schnellen Runde, mit der erneuten schnellen Runde quasi erledigt, weil du siehst warum. Sobald du hier ohne Flügel bremst, hast du keinen Druck mehr, keinen Anpressdruck auf der Vorderachse. Und die Reifen blockieren sofort. Das ist gerade so etwas ärgerlich, weil jederzeit der Regen anfangen kann und die werten Kollegen aus der Boxengasse wahrscheinlich jetzt gleich selber nochmal rausfahren würden und die Strecke sozusagen voll wird. Und wenn ich Pech habe, kann ich dann nicht mehr rausfahren, weil es dann sowieso regnet und dann ist das ganze Thema eh hinfällig. Das heißt, sollte jetzt ein Vettel zum Beispiel nochmal eine Zeit hier reinbrennen in den Asphalt, die meiner wirklich gefährlich wird, habe ich keine Chance mehr zu reagieren. Und ich hoffe auch, dass mir dieses Missgeschick im Rennen nicht wirklich passiert. Ja, es geht schon los. Ja, siehst du, die ersten Regentropfen kommen schon. Es hat sich gerade erledigt mit einer schnellen Runde. Okay, schade auch, weil es hätte nochmal was werden können. Aber nein. Jetzt geht's langsam los. Ja, dann würde ich sagen, ist das Qualifying quasi beendet. Aber wir können ja nochmal Regentests machen auf jeden Fall. Das wäre natürlich nochmal geil. Wobei im Hauptrennen soll die Sonne scheinen, ne? Ja, das ist das Problem. Also die erste Kurve nimmst du normalerweise im vierten Gang. Und die kannst du, sobald du im Scheitelpunkt bist, mit Vollgas wieder verlassen, die Kurve. Das heißt, du bremst dich quasi in die Kurve rein und gehst im Scheitelpunkt mit Vollgas wieder raus. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Dankeschön. Und fährst die im vierten Gang und hast dann eigentlich Fullspeed für die lange gerade bergauf. Dann geht's eben bergauf. Das ist dann die Kurve 2 im Endeffekt. Oder Kurve 3. Nee, Kurve 3 ist das, glaube ich, ne? Der kleine Knick, der nach links geht, zählt auch schon als Kurve. Und dann hast du eben diese scharfe 90-Grad-Kurve, die du im zweiten fährst. Da gibt's zwei Tricks. Entweder du bremst die so weit runter, dass du im Scheitelpunkt leicht Gas geben kannst, damit du, wenn du rausfährst aus der Kurve, fast Vollgas fahren kannst. Oder aber, du bremst dich... Weniger als 10 Minuten setzt starker Regen ein. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,6,6.
Oder aber du siehst halt zu, dass du dich schnell in die Kurve reinbremst, dann aber allerdings rausgetragen wirst von der Strecke. Und da weiß ich eben nicht, inwieweit das Computersystem oder die Rennleitung, ich nenne sie mal die Rennleitung, das als okay anerkennt. Das weiß ich eben halt nicht. Das ist nämlich das große Ding. So, wir haben leichten Regen. Wollen wir es nochmal riskieren? Wir riskieren es einfach nochmal. Wir fahren einfach nochmal raus und zur empfohlenen müssen wir unpassende Reifen. Ah, siehst du, alles klar. Und schon haben wir Intermediate. Dann fahren alles wir jetzt mit Intermediate raus. Also meine Zeit kann auf jeden Fall jetzt nicht mehr angegriffen werden. Das ist schon mal Fakt. Das heißt, wir starten morgen, beziehungsweise übermorgen von Platz 1. Das ist schon mal geil. So, auf jeden Fall jetzt... Ja, es wird schon immer mehr mit den Regentropfen jetzt hier. Okay, alles klar. Schade auch. Und daran merkst du halt auch gleich erstmal, was das für ein Unterschied ist. Ob du hier mit Trockenreifen fährst oder mit Regenreifen halt, ne? Das ist krass. Das ist echt krass, Alter. So, pass auf, dann können wir ja nochmal kurz zeigen. Wir haben noch 4 Minuten, wie man die Strecke normalerweise fahren würde. So, 100 Meter Schild ist der Bremspunkt. Und dann fährst du hier im vierten rein. Wenn du nicht rumkommst, ich weiß nicht, wie es mit dem vollen Auto ist. Vollen Auto könnte es auch der dritte Gang sein. So, dann haben wir hier irgendwo das 50 Meter Schild. Und wir haben rechts an der Bande. Ah, siehst du, das sehe ich jetzt erst. Wir haben rechts an der Bande ein unterschiedliche Farben. Können wir uns dann nochmal angucken. Das ist der Lenkpunkt. Alles klar. Das habe ich nämlich immer die ganze Zeit gesucht. Weil das ist nämlich in Wirklichkeit auch der Lenkpunkt. Nur du siehst es in Wirklichkeit ein bisschen besser. 50 Meter Schild, 6. Gang. Ist es hier im Regen natürlich nicht machbar. Hier fährst du den vierten normalerweise durch. Nimmst du ein bisschen rechts den Curb mit. Damit du hier Fullspeed auf die Gerade gehen kannst. Heißt hier dann DRS. DRS geht natürlich jetzt nicht. Ne, ist abgeschaltet. 100 Meter Schild runterbremsen, 4. Gang und dann hier Vollgas wieder raus. Hier ist ja wieder DRS. Dann geht es hier Kurve hoch. So, und ich weiß nicht, dieser Linksknick hier, das dürfte schon als Kurve 2 zählen. So, dann hast du hier 100 Meter Schild, da bremst du runter. Ich bremse immer im zweiten rein, damit ich hier rumkomme. Andere Leute gehen halt hier rüber raus. Da weiß ich aber nicht, ob das System irgendwann meckert und sagt, du hast die Strecke verlassen. Weil in meinen Augen hat man dann die Strecke damit verlassen. Es ist so, also, weil du hast links und rechts weiße durchgezogene Linien und das besagt die Streckenbegrenzung. So, ich denke mal, mit einem vollen Auto im Rennen fährst du hier im dritten rein und beschleunigst möglichst schnell wieder raus. So, und dann hast du hier rechts hinter dem 50-Meter-Schild, siehst du da diese anderen Farben einer Bande? Da, wo jetzt der Reifen ist auf der Höhe? So, das ist quasi der Lenkpunkt, wenn du schnell fährst. Dann hast du hier deinen Lenkpunkt. Das ist natürlich schon geil. Okay, gut zu wissen, dass der da ist. Weil das sieht man immer nicht. So, hier fährst du normalerweise im 5. Vollgas durch, schaltest du wieder in 6. Damit du entgegenwirken kannst. Wenn du möchtest, kannst du rechts den Curb mitnehmen. 50 Meter Schild wieder runterbremsen auf 6. Gang. Und dann sollte das Ganze funktionieren. 4. Gang. Einbiegen wieder in die lange Gerade. Das war quasi die Runde auf dem Red Bull Ring. Das ist halt... eigentlich leicht zu fahren, in der Theorie. In der Praxis sieht das Ganze dann meistens etwas anders aus. Gerade wenn du so wie ich hier auf den Curb kommst, dann hast du nämlich das Problem, dann kannst du nicht gleich auf Vollgas gehen, sondern wenn du auf Vollgas gehst, geht dir das Heck sozusagen weg. Das war der Grund gewesen, warum ich eben rechts auf den Rasen gekommen bin und mir dann quasi meinen Flügel versaut habe. In der 90-Grad-Kurve eben, brauchst du auf jeden Fall auch eine gute Traktionskontrolle. Denn sonst, wenn du zu viel Traktion hast, dann geht da natürlich auch der Arsch rum und du verlierst das Auto. Sehr schön, sehr gut zu wissen, dass da rechts, das übersiehst du nämlich immer im Eifer des Gefechts, dass da rechts quasi der Lenkpunkt ist, das orange Ding. Musst du ihn dann nur deinem Fahrstil anpassen entsprechend. Weil jeder lenkt ja anders oder jeder fährt ja anders schnell in diese Kurve rein.
Und von daher geht das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, kriegen wir noch eine Runde hin? Ja, müssen wir, ja. Wir sind ja draußen geblieben. Wir sind auch der Einzige, der zurzeit fährt, ne? Macht gar nichts. Finde ich voll okay. Oh, 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 oh. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Ja, das macht überhaupt nichts. Ist mir egal. Sammeln wir zumindest noch mal ein bisschen Praxis hier im Regen. Also das Auto, muss ich sagen, liegt auch im Regen relativ brauchbar. Ich baue immer, komischerweise, ich baue immer so Mischmasch-Setups, die auf beiden irgendwie funktioniert. Also ich baue keine reine Regen-Setups und ich baue auch irgendwie keine reine Trocken-Setups. Also es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der an meinem Setup irgendwas auszumeckeln hat. Und sagt, ey, pass auf, das geht aber noch etwas besser. Klar, jeder hat seinen eigenen Fahrstil, definitiv. Weil jeder fährt nicht so wie ich. Ne? Also ist halt einfach so. Und der kann natürlich immer noch was an dem Setup verbessern. Das ist ganz klar. Es dient halt auch nur der Grundlage. Falls ihr mal überhaupt kein Setup habt. Oder ob ihr ausprobieren möchtet, ob andere Setups irgendwie besser sind oder sowas. Man weiß es nicht. Okay, großartige Leistung. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Der Witzbold, Vettel und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Also wie man sieht, Vettel, der ist nochmal gut rangekommen, ne? Der hat nur 0,8 Rückstand. Also ich denke mal, wenn es trocken geblieben wäre, wäre es eventuell nochmal eng geworden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die KI nochmal da was im Petto hat. So ist das nicht. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Wenn ihr abonniert, dann auch die Glocke bitte drücken, damit ihr auch eine Erinnerung bekommt. Und dann sehen wir uns zum Rennen übermorgen auf diesem Kanal. Würde ich mich drüber freuen, wenn ihr wieder da seid. Bis dahin, Dankeschön, tschaußen. We'll be right back.